Ja, komm, so, wir jetzt, können wir wohl einen noch nehmen, ne? Ja, natürlich Leonardo. Sicher, Leonardo. Und es kann nur noch eine Waffe geben, die Katana. Katana. Hi. Und wir sind diesmal, das Spiel ist ein bisschen, also das Level ist ein bisschen angesprochen, das muss ich sagen. Ja, das ist halt der Boden diesmal bewegt. Halt. Der Boden bewegt sich und man wird wirklich von allen Seiten zugeballert, außer von unten. Zack, zack. Aber natürlich ist auch dies ein Kinderspiel. Kinderspiel. Ja. Ab ins Wasser. Mit Fischen. Yay. Und immer noch mit Bällen. Ja. Jetzt wollen sie Wasserball spielen. Warte mal, musst du mal kurz verzeihen. Ma, guck dir mal die Fische an, wie die aussehen. ETF. Was sind das denn für... Mein ich sag dazu nur Fisch. Ja. Fischkopf. Was sind das denn für Fische? Mich hier aber ein bisschen. Hm. Das soll uns aber nicht stören. Hui. Nope. Zack. Spring aber weiter. Eben. Nee, was? Jetzt geht's wieder ins Wasser, war ja klar. Fisch. Mit lecker Fisch. Pizza. Im Unterwasser. Munch. Yummy. Mit schön durchgeweichten Käse und alles. So, jetzt kostet nochmal Ärger mit dem schönen Fisch hier. Oh ja. Wirklich mit dem schönen Fisch, wirklich ist traumhaft schön. Ich erinnere mich an jemanden, aber das halte ich bei allen diesmal für mich. Sonst werde ich gelünscht. Oh ja, glaub schon. So. Raus aus dem Wasser und rein in die Höhle. Mhm. Hallo Echo! Hallo Echo! What the fuck? Komischen, weiß ich nicht, hier, wenn wir angegriffen. Weil das kenne ich ja selber nicht mal. Warte. Oh, gut. Oh, jetzt bin ich noch überraschender hier. Zack, siehst du. Ja. Jetzt spielen sie auch Flex. Schon. Jetzt spielen sie auch schon in der feuchten Höhle bei. Mhm. So, jetzt will ich mal kurz gucken hier. Ah, scheiße, zu schnell. Jetzt werde ich auf Start. Ja, runter ab! Lauf, lauf, du bist frei! Genau. Ey, das war doch echt so ein hirnloser Abend, ey. Ja, toll. So, jetzt will ich mal sehen. Und was sind das denn für Dinger da? Feuerbälle oder was sind das da? Oder Maschinen? Keine Ahnung. Hau's einfach kaputt. Eben. Komm, scheiß drauf, was es ist. Einfach abgetrauen. Hab ich mal gekriegt. Zack, zack. Leute, macht mal eine neue Taktik. Aber echt, also wie gesagt, die Gegner sind nicht zeugen nicht gerade von KI. Ja. Ich meine, kaum sind sie auf dem Bildschirm, sind sie tot. Ja. Da haben sogar Goombas eine längere Lebenszeit. Ja. Zack. Und Double Kill. Sicher. Und immer bei uns durch. Ja. Combo. Fortschritt. Und hack, hack, hack. Ja. Oh, nimm mal mit. Eben. Pizza ist immer wichtig. Lecker, lecker. Pizza ist lebensnotwendig, hallo? Boah. Und wieder da kommt. Oh, jetzt kommt Schredder. Oh ja. Der ist ein bisschen gefährlich, aber weiß ich nämlich. Hatte der aber nicht sehr viel Damage. Mhm. Siehst du? Das meine ich nämlich. Ja. Der hat Damage. Damage. Aber macht Schredder nicht, hat der nicht eigentlich eher eine Klaue an der rechten Hand? Nee, der manchmal ist das ein Schwert. Stimmt, wechselt immer wieder. Und selbst Schredder ist kein Gegner. Nee. Da wurde Schredder geschreddert. Ja, es hat sich ausgeschreddert, der Schrottfresser. Genau. Und wir sind am Technodrom angekommen. Let's hurry, here is the Technodrome. Let's get sharp! Yeah! So, Ghost, du darfst aussuchen. Schwere Wahl. Ach komm, nimm mal Leonardo. Wieder Leonardo? Okay. Der Anführer macht's jetzt fertig. Er macht jetzt hier Schniepschnapp, alles ist ab.
Ja, der macht hier Fatality. Ah, die Viecher, die kenne ich auch. Oh ja. Das sind dann. Oh, Raketen. Mit einem epischen Gesicht. Ui, ui. Guck mal, ich mal abblitze. Muss ich hier stehen bleiben kurz? Und ja. Moment, zack. So. Boah. Piece of cake. Eben. Haha, ich kenne eure Tricks schon an noch. Ja, wir kommen als nächstes hier. Die lasse ich mich nicht gerne treffen. Die haben einen schönen Stromschock für mich. Mhm, ist ja irgendwo. Ah! Das hab ich ein bisschen. Hab mich ein bisschen ablenken lassen, das darf nicht passieren. Nein, also ich erwarte hier von dir Profiarbeit. 110%, ne? Ach, 110% sind zu wenig, 200% mindestens. Ja, ist ja gut. Ich erwarte von dir, dass du dich wie ein Profi verhältst. Soll ich denn zu seinen Leinen nachkommen, dass du da? Eine Überlebt. Ah, siehst du, da krieg ich direkt den Krache. Ui, jetzt ist so ein. Jetzt läuft aber auch echt in alles rein. Na, jetzt versuchen sie es aber. Mit allen Mitteln. Na, das wird aber wohl langsam mal Zeit. Ja, ehrlich, ja. Ich meine, wenn ich bei der fünften und finalen Stage, wo dann? So. Man muss immer. Kommst nicht hoch. Hey, doch. Du kommst nicht hoch. Ja. Kommst du nicht rein? Ne. Boah, was soll's? Rauschen. Mach ich hier. Mach ich krass durch der. Mach ich krass durch Samurai-Schwert, man. Zack, zack, macht's hier. Jeden. Okay, Samurai-Schwert ist wieder. What the fuck? Dreckig. Jetzt bin ich wach. Genau, so ein schöner Elektroschock am Morgen. Guck mal und so. WTF. Da könnt ihr nicht mehr aufpassen. Das hätte ins Auge gehen können. Ja, echt, ey. Das hätte ich mich verletzen können. Aber echt. Also die sind nicht gerade nett. Nee. Ich meine, wir haben denen gar nichts getan. Nö, wir sind noch reingekommen, haben wir kurz Kleinholz geschnitten. Klar. Mehr als verteidigen machst du doch nicht. Ja, die springen auf mich zu, die haben mich angegriffen. Eben. Wow, jetzt geht's sogar nur. Also die Reflex habe ich noch immer noch in diesem Game. Aber ganz schön. Boah, wie lange habe ich das Spiel gar nicht mehr gespielt, ey? Okay, jetzt hat er sich gerade eben kurz. Mein Kommentator hat gerade eine Störung, er wird gleich jemand da sein. Einen Moment kurz. So, noch jetzt kann man kurz eine kleine Komplikation gemacht und jetzt können wir wieder voll und ganz weitermachen. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann reiß ich hier gleich mal drauf. So ist gut. Ja, also weiter geht's. Hinterher kurz am Ende ja eigentlich. Ja, kurz am Ende gibt's immer ein Problem. Ja, der typische halt. Mhm. Nicht alles läuft perfekt. Perfekt? Perfekt, verdammt. Puff. Puff of Teddy. Genau. Dam, da dam, dam. Aber die könnten. Zack. Die hätten echt mal ein paar mehr Gegner einbringen können. Ich meine, immer dieselben und dann am Ende die zwei, wo man wirklich dann Double Hit machen muss, um die zu killen. Ja, ich mach mal so, bei den alten Spielen halt war das noch nicht so. Bist du bekloppt? Bei den alten Spielen ist es halt so, dass da nicht so viel los war. Ja, stimmt. Aber weil die anderen Teile so danach kamen. The Legend of Zelda 2 ansieht. Ja, okay. Wenn man mal so The Legend of Zelda 2 ansieht, das war ein Hammer-Game, also. Ja, kommt ja auch noch bei mir. So, hier haben wir den Endgegner. Crank. Mhm. Boah, wie hab ich den nochmal besiegt? Ich glaube, so war das, ne? Von dem weg kann man gehen. Der hat epische Tritte vom Lager und dann. Ey, yo, spring doch auf mich direkt drauf. Töte dich, Alter. Mach mal die Mr. Universe-Pose macht. Ja, guck mal, ich trete dich aber American. Ja. Guck mal, ich trete dich aber meine muskulösen Arme benutze ich nicht und du bist tot. Er hat mir den Arsch getreten.
Ja, siehst du. Jetzt sau ich dir einen Knüppel. Jetzt genau. Gibst du auf den Fort Popo. Ja, jetzt gibt's einen Knüppel auf den Sack hier. Oh, komm her, du Penner. Jetzt machen wir hier mal ernst. Dünner Sack. Ja. Jetzt zieh ich durch. Eben. Auf hier. So. Schluss Sack. Mit Kinderschall. So, tot. Siehst du, so geht das. Eben. Tschüss, so sieht Crank. Das aus, wenn man mal ernst macht. Ja. Direkt perfekt Angriff. Kein Schaden ja. Genommen. Ja, der Knüppel kann es halt. Ja. Und hey, wir haben April gerettet. We are here to save April. Ja, nur Leonardo nicht, der schläft gerade kurz mal. You saved me? Thank you, Turtles. Ja. Thank you, Turtles. Kriegen wir jetzt deine Nummer? Genau. Let's make babies. Oh. Das hätte man nämlich normalerweise nicht gesehen, die Szene, wenn man jetzt einfach so bei Stage 5 angefangen hätte. Mhm. Das ist echt so, das weiß ich. Ich hab das Spiel damals schon so oft. Epilogue. Freaked the Fools, mangled the Mousers, and totaled the Technodrome. Keine Ahnung. That's Turtle Power. Alright. Kawabunga! Mhm. Aber was ist mit Shredder und Crank? Ja. Shredder schläft in den Höhlen und Crank hat sie aufgelöst. Turned to toast. Oh. Vaporized to milkshake. Milkshake. Hm. Oder Escape to Dimension X. Mein mal in Dimension X. Also, until we know none of us can sleep safely in our beds. Shells. Ja. Wir gehen in unsere Betten, wir gehen in ihre Panzer. Genau. Ach ja, ein schönes Spiel. Und dann ging es da so nach schnell Ende. Ja. Weil das alles. Ja, jetzt kommt erstmal die typische Turtles-Musik, die man ja hört. Eben. Und dann darf natürlich nicht fehlen ein Bild von allen vier. Genau. Alle vier Turtles. Jo. Und ja, die Credits. Ja, sicher. Staff. Staff. Supervisor Naoki Matsui. Kenn ich. Genau, sie kennen wie sein Naoki Matsui. Hallo! Wow, ja, also wow, dafür, dass da so viele dran gearbeitet haben. Ja, ja, aber ist so eine kleine Kassette als die Gameboy-Module ja. Früher. Ja. Okay, kann man eigentlich nicht meckern. Ja, okay, weil jetzt, wenn ich mir jetzt die beiden DS ansehe, wie die alle heute aussehen, jetzt noch kleiner als die von Gameboy. Oh ja. Und kriegen trotzdem so eine krasse Grafik her. Also, lieber Schwan. Mhm. Ja. The End. Oder? Hm. Wer weiß. Wer weiß. Hm. Da ist auch schon, ne, das Fragezeichen. Ja. The End. Game over. Top Score 22.700. Ja, schaffen können. Ja. Ja, damit ist das Spiel jetzt eigentlich auch direkt beendet. Ging halt wieder mal schnell bei mir. Klar. Ja, ich mache jetzt mal auch mal hier was Schicht mal wieder im Schacht. Und ich bedanke mich natürlich an meinen Nebenkommentator. Immer wieder gern. Ja. Hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, klar doch. Mal im Real mal zu sehen, wie ich mal abgehe. Oh ja. Ja, wie gesagt, man sieht sich in den nächsten Projekten, ne? Bis dann. Ja, ciao Leute.